ist der Timo. Ich bin nochmal bei euch und möchte euch das zweite von zwei Interviews für die dritte Staffel LOL hier nochmal anmoderieren. Ich habe Christoph Maria Herbst auch interviewen können und möchte einen kleinen Disclaimer vorab liefern. In der Presserunde haben wir uns ein bisschen unterhalten über Norddeutschland und wie schwer es dort sei, das Publikum zum Lachen und zum Begeistern zu bringen. Und so war ich natürlich als Flensburger ein bisschen herausgefordert und habe ihm dementsprechend am Anfang des Interviews da ein bisschen versucht, aus der Reserve zu locken. Ihr könnt selber entscheiden, ob das geklappt hat oder nicht. Ansonsten sage ich es nochmal, die dritte Staffel LOL läuft demnächst an und wir hatten das große Glück, beziehungsweise ich, dass ich zwei Folgen vorab schon sehen konnte. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Wer also LOL Staffel 1 und 2 mochte, wird auch von der Staffel 3 wieder angetan sein. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Vergnügen bei dem Interview. Es geht ein bisschen mehr als eine Viertelstunde. Auch hier wieder der Hinweis, solltet ihr am Ende die Dame der PR-Agentur sehen, das liegt einfach daran, dass wir uns ein bisschen verquatscht haben. Mögt ihr solche Interviews? Sind sie für euch ein Mehrwert oder sagt ihr, darauf kann ich verzichten? Gebt uns doch gerne Feedback über unsere Kanäle bei Facebook, bei Twitter oder bei Instagram oder natürlich auch hier bei YouTube. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Interview. Herr Herbst, Sie haben mich jetzt ja herausgefordert im großen Pressegespräch, ne? Also Sie haben ja gesagt, Norddeutschland und Humor ist schwierig. Das heißt, ich muss Sie jetzt entweder zum Lachen bringen, was, glaube ich, ultra schwierig wird, oder ich muss bei jeder Ihrer Antworten lachen. Sitzen Sie denn in Norddeutschland? Ich sitze in Flensburg. Ich bin fast schon Dänemark. Wow, okay. Ja. Aber wo waren Sie denn damals, wenn ich mal neugierig fragen darf? Es war tatsächlich Lüneburg. Lüneburg, ja, okay. Das ist so, wenn das Norddeutschland ist, ist das so der südlichste Zipfel, den ich da akzeptieren würde. Dann bin ich ja schon mal beruhigt. Gegenfrage, was hätte ich denn in Flensburg erlebt? Das kommt drauf an. Also ich weiß, dass die Norddeutschen gerne so ein bisschen brauchen, auch bei Konzerten, um aus dem Knast zu kommen und ein bisschen mitzumachen. Aber ich glaube, das Publikum ist hier auch manchmal sehr dankbar, ne? Allein schon aufgrund der Nähe zur Grenze, dass man denkt, Mensch, er kommt auch zu uns, super. Ja, ich war noch ein Stück, noch ein, weil Sie zu Eingangs jetzt "Er ist wieder da" sagten. Ich war mit einer "Er ist wieder da"-Lesung bei der deutschen Minderheit in Dänemark. Kurz hinter der Grenze. Mhm. Und das war allerdings eine spannende Erfahrung. Also das fühlte sich da, wie man so gemeinhin sagt, norddeutsch, humormäßig, nicht an. Okay. Aber es war ja auch nicht Norddeutschland, es war Süddänemark. Südschleswig, ja genau, okay. Ich soll Sie auf die Knutschszene mit Anke Engelke und dem Kaugummi ansprechen. Das mache ich an dieser Stelle. Können Sie sich erinnern? Nein, das ist, glaube ich... Oh, das ist zu Ladykracher-Zeiten gewesen. Da sagte sie, sprechen Sie doch mal den Christoph auf den Kaugummi und den Knutscher, beziehungsweise den Zungenknutscher in Ladykracher an. Jetzt habe ich meine Schuldigkeit getan, das wird ja sonst peinlich. Ach stimmt, der Kaugummi hat, glaube ich, den Kauer gewechselt. Richtig, genau. Wie war das? Nicht zu sagen, stimmt. Jetzt erinnere ich mich doch. Ist 30 Jahre her oder so. Gefühlt auf jeden Fall, das glaube ich auch, ja. Wieso hat sie den Kaugummi noch an einem Schwein? Nein, sie bat nur mich, sie unbedingt darauf anzusprechen, was ich hiermit getan habe. Was hiermit geschehen ist, vielen Dank. Diese Bilder werde ich jetzt die nächsten Dekaden wieder nicht aus meinem Kopf kriegen. Ich hatte sie eigentlich gerade mit sehr vielen Medikamenten eliminiert, aber jetzt ist es wieder da. Sehr schön. Jetzt können Sie übrigens nicht wissen, ob meine Lacher gespielt sind, weil ich sage, ich muss lachen als Norddeutscher oder sie sind echt. Das finde ich auch eine ganz spannende Situation. Sagen Sie, dasselbe gilt für mich. Sehr gut. Wie entstanden bei Ihnen der Gedanke, dass Sie da unbedingt mitmachen wollten bei LOL? Oder war das so ein spontaner Entschluss? So rum war es gar nicht. Man hat mich gefragt und ich hatte die ersten zwei Staffeln gesehen, gesuchtet, wie viele andere, wie viele Millionen Menschen mit mir, neben mir. Und fand das Format an sich einfach fantastisch. Diese Verabredung, ihr dürft alles, nur nicht lachen. Ihr dürft auch nicht schmunzeln und so. Also das geht ja wirklich an so einen urmenschlichen Mechanismus zu lachen. Und man lacht ja eben nicht nur, weil man was lustig findet, sondern auch, weil man was nicht lustig findet. Aber jetzt dafür Sorge tragen möchte, dass der andere sein Gesicht nicht verliert. Oder zur Begrüßung lächelt man einen eben an oder zur Verabschiedung. Ich bin Katholik, ich war zu meiner Kindheit lange Messdiener. Mhm. Und ich habe mit meinen Messdienerkollegen wohl nirgends so viel gelacht wie auf Beerdigungen. Warum? Weil man da nicht lachen darf. Weil der Druck dann einfach, also gibt tausend Momente, wo das so ist. Und deshalb fühlte ich mich sehr geschmeichelt, als dann die Anfrage kam, ob ich Bock hätte, Teil des Ensembles der nächsten Staffel zu werden. Dass die da so an mich gedacht haben und habe dann auch zwei Sekunden später gleich zugesagt, weil ich mich dieser Herausforderung einfach mal stellen wollte. Es war für mich eigentlich wie so eine Art
wissenschaftliches Experiment, zu gucken, wie funktioniere ich da? Hier geht es ja gar nicht so sehr um Agieren, sondern um Reagieren und das dann aber auf die richtige Weise, auf die verabredete Weise, auf die regelkonforme Weise, also unmenschlich eigentlich zu reagieren. Und diese Erfahrung wollte ich machen. Und da war es mir auch wurscht, weil es hört man ja immer wieder so Gerüchte, auch schon bei der ersten Staffel, was da an Honoraren den Kolleginnen und Kollegen so gezahlt wurde und so. Das war mir alles wurscht. Ich hatte blind zugesagt, weil es mir ehrlicherweise darum geht, diese Teil dieser Challenge zu werden. Ja. Und hat das irgendwie geholfen, dass Sie jetzt zwei Staffeln schon gesehen hatten? Oder hat das neue Set auch zum Beispiel dazu geführt, dass Sie sagten, oh Mensch, das ist jetzt eine komplett neue Situation? Ich glaube, es hat schon ein bisschen geholfen, weil man sich dessen bewusst war, so ein bisschen, worauf man sich da einlässt. Der Axel Stein hat es ja eben im großen Pressegespräch schon erzählt, dass er zusammen mit Freunden und Familie dann nach dem Gucken der ersten Staffel die erste Staffel zu Hause nachgespielt hat, regelrecht, um zu gucken, wie lang können wir das denn aushalten, hier die Lachstaudämme nicht brechen zu lassen, und hat festgestellt, gar nicht, vielleicht eine Minute oder zwei. Ja. Soweit bin ich jetzt nicht gegangen, aber ich habe schon sehr bewusst mir diese Staffeln angeguckt. Und es ist dann, glaube ich, schon was anderes, mit dem Wissen um diese zwei Staffeln und dem, was man da gesehen hat, selbst dann Teil dieses Formates zu werden, als wenn ich das in der ersten Staffel gemeinsam mit den anderen aus der Taufe hebe. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Aber da müsste man jetzt eine Anke Engelke fragen oder einen Max Giermann. Sagen Sie, und hat das irgendwie geholfen, dass Sie so zumindest bei Anke Engelke ja auch den Humor schon sehr, sehr gut kennen? Oder ist das dann eher so eine Art von Stolperstein, der zusätzlich reinkommt? Das heißt, wenn Sie dann sehen, ich kenne die Schwachstellen von Anke, aber sie kennt auch meine, vielleicht gehe ich ihr erstmal aus dem Weg oder vielleicht nehme ich sie als allererstes in Anführungsstrichen raus? Oder wie strategisch kann man da überhaupt rangehen? Ich glaube, die Strategie ist pure Strategielosigkeit. Du musst sehr wach sein, du musst alle Antennen ausfahren, du musst situativ reagieren eher noch als agieren, wie ich eben schon sagte. Und Anke und ich kennen uns nicht so gut, wie man jetzt gemeinhin glauben könnte. Also okay. Lady Kracher ist jetzt nun tatsächlich auch schon zwei Jahre her. Ja. Und es ist eine Menge passiert bei uns allen seitdem. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir täglich in FaceTime oder SMS-Kontakt stünden. Das ist, glaube ich, weder Hilfe noch Krux. Das würde ich für mich jetzt anders formulieren, als es Bulli eben getan hat. Der sagt, er könnte sich mit Rick zusammen als Teil dieses Ensembles gar nicht vorstellen, weil Rick müsste nur die rechte Augenbraue hochziehen, dann würde Bulli schon schweißnass lachend in der Ecke liegen. Die Kolleginnen und Kollegen hatte ich jetzt nicht im Ensemble, die gibt es aber, muss ich dazu sagen. Und mein größter Angstgegner war sicherlich Mirko, der ständig zu jedem Schritt und Geräusche, zu allem, was er tut, auch noch seinen eigenen Soundtrack irgendwie bläst und pfiff. Und mit dem ich groß geworden bin. Und der Person war für mich so der fleischgewordene Trigger. Ja, das war in der ersten Staffel bei mir ganz überraschend, weil ich ihn sah und dachte, kriegt mich das überhaupt noch? Und es hat mich total bekommen. Also ich glaube, ich lag immer am Boden, wenn er auf der Bildfläche erschienen. Sagen Sie, Sie haben ja schon über diese Dynamik gesprochen. Welche, gibt es Nummern, die jetzt so vorbereitet waren, die Sie, so wie Anke Engelke, dann auch in die Tonne kloppen mussten, die Sie vielleicht nochmal in der zukünftigen Staffel rausholen? Und wenn ja, welche, also Sie dürfen es wahrscheinlich verraten, aber vielleicht so einen kleinen Appetizer. Nein, auf gar keinen Fall. Aber dass ich da gleich mit dieser Arie zum Beispiel begonnen habe, das ist ja so auch nicht geplant. Natürlich habe ich das vorbereitet. Also das ist jetzt eine Arie, die ich textlich und musikalisch jetzt nicht einfach abrufen könnte. Sowas probt man natürlich zu Hause. Allein den richtigen Moment, den Absprung dafür zu finden, das ist wieder ein ganz anderer Schnack. Und bei mir war das einfach diesem Überdruck geschuldet, der sich da Bahn brach. Und gerade die ersten Sekunden sind ja tropfnass davon geprägt, dass alle mit schwitzigen Fingern, die kalt sind, alle erstmal so die Fühler ausstrecken und gucken, was macht sie jetzt, was macht er, den Raum erstmal für sich einnehmen, sich vielleicht irgendwo einen eigenen Raum in dem Raum schaffen, in der Hoffnung, dass man die gläserne Wand um einen wahrnimmt und man einen bloß in Ruhe lässt.
Und ich habe da, und das ist passiert, die Flucht nach vorne halt gleich angetreten. Wahrscheinlich die beste Idee auch. Hilft das dann irgendwie als Schauspieler, sich so in so eine traurige, stille Figur zu denken, die dann vielleicht auch nicht des Lachens mächtig ist? Also Tim Thaler als Stichwort, dass man sich so sagt, ich darf jetzt nicht lachen, ich kann jetzt auch einfach nicht lachen. Tim Thaler ist ein super Stichwort, weil ich habe mir tatsächlich zur Vorbereitung auf meinen Auftritt da die ersten 3 Folgen mit Tommy Orner nochmal angeguckt. Das ist natürlich in keinster Weise Hilfe. Hm. Aber Thomas Orner, der junge Bub, dem ich noch nicht Schauspieler nennen möchte zu der Zeit, als er das gespielt hat, aber diesen Eleven, der musste das ja auch leisten, dann nicht zu lachen, obwohl ihm vielleicht häufig danach war und um ihn herum gelacht und gequietscht wurde. Das ist schon richtig formuliert. Das kann man als schauspielerische Übung, als schauspielerisches Training, kann man das begreifen und versuchen, dem dann gerecht zu werden, nach dem Motto, diese Regieanweisung habe ich jetzt bekommen von meinem Regisseur und der hat ja nun mal das Sagen, der ist der Direktor, ich darf die nächsten 6 Stunden nicht lachen, das ist die einzige Regieanweisung, okay, dann versuche ich die jetzt umzusetzen. Kann man machen, war auch bestimmt zu Teilen bei mir der Fall. Ja. Okay. Und wenn dann der große Zampano-Bully den Knopf drückt oder droht zu drücken, es gibt ja diese Phase, einer wird beim Lachen erwischt, es lockert sich so ein bisschen, die Gesichtsmuskeln entspannen sich und dann gibt es wieder den Schritt, so, jetzt geht es wieder alles auf Anfang. Und bitte, wie ist dieses Gefühl für Sie? Können Sie uns da mal ein bisschen Insight geben? Das ist ein ganz schlimmer Pavlovscher Effekt einfach. Ne? Der Pavlovsche Effekt eigentlich war ja was Positives für den Hund, mit dem der experimentiert wurde. Der fing gleich an zu sabbern, weil er wusste, es gibt gleich ein Leckerli. Und das sind Geräusche, die hast du dann noch nachts mit in deine Träume irgendwie genommen. Ne? Und ich weiß jetzt gar nicht, welches Geräusch das Schlimmere ist. Ich glaube, der grüne Buzzer, also dieses grüne Licht, dass es jetzt wieder losgeht, ist das eindeutig das schlimmere Geräusch, wenn ich jetzt gerade mal so kurz drüber nachgedacht habe, als das Licht und das Buzzergeräusch, dass jemand gerade ertappt wurde beim Ladendiebstahl oder bei was auch immer. Und spannend ist, dass jeder spontan sich irgendeiner Schuld, sich schuldig fühlt, ohne sich dessen bewusst zu sein. Habe ich gerade gelacht? Ich weiß nicht mehr. Und zu 90-95% sind die Leute tatsächlich, und so ging es auch mir, ertappt worden, weil es war kein bewusstes Lachen. Also du kriegst dieses angelernte, anerzogene, antrainierte, dass man freundlich ist im Umgang mit Menschen und dieses soziale Lachen irgendwie, Lächeln, das kriegst du nicht komplett weg. Und es ist eigentlich ein gutes Zeichen, finde ich. Sie hatten vorhin im Pressegespräch schon so ein bisschen angedeutet, dass Sie ja nun auf der Lesetour zwar ein bisschen Erfahrung mit Bühne gemacht haben, aber sind ja kein klassischer Comedian, der so ein Kabarett- oder Comedy-Programm macht. Ist das dann für Sie als Schauspieler in Anführungsstrichen der kleine Nachteil, mit dem Sie da reingehen? Oder sind Sie, so habe ich Sie bisher auch kennengelernt, nicht nur heute, sondern auch in Fernsehauftritten, sind Sie so spontan und schlagfertig, dass Sie sagen, das kriege ich trotzdem locker hin? Nee, also locker, wer behaupten würde, er würde locker nach LOL reingehen, der würde lügen. Da ist keiner locker. Das ist eine unglaubliche gestaute Energie in dem Raum. Die ganze Zeit eigentlich, aber vor allem eben zu Beginn auch. Ich weiß nicht. Also ich glaube, Kolleginnen und Kollegen, deren Kernkompetenz es ist und deren Hauptschaffen darin besteht, vor Hunderten oder Tausenden von Leuten zu agieren mit einem lustigen Programm und die genau wissen, das sind todsichere Inseln hier, hier wird gleich der Saal gröhlen und so ist es dann auch, die wundern sich, glaube ich, dann doch noch mal ein Stück mehr, wenn die in LOL dann beispielsweise aus ihren Programmen zitieren oder so viel Spoiler darf sein, dass ich sage, dass Olaf Schubert im Laufe der 3. Staffel dann schon nochmal zur Klampfe greift und hat dann für LOL keinen neuen Song komponiert, sondern einen oft erprobten und vielfältig belachten. Und ich meine, ich hätte da in Millisekunden bei ihm die toten Augen von London im Gesicht gesehen. so voller Verwunderung. Moment, hier geht ja
noch nicht mal ein Mundwinkel bei keinem von denen einen Millimeter nach oben. Und bei mir war es auch so, bei dem einen oder anderen, was ich im Laufe der Staffel noch mache, wo innere Welten dann sofort miteinander kämpfen und mir versuchen einzureden, Alter, mach eine Umschulung. Das ist doch nicht das Richtige, was du hier gerade versuchst. Aber das sind genau diese Herausforderungen und diese inneren und äußeren Welten, auf die ich Bock hatte, die zu erfahren. Weil das ist etwas, was ich so noch nie erlebt hatte, was es in meinem Beruf sonst eigentlich auch nicht gibt. Es ist, wenn du Profi bist, probst du immer alles. Mhm. Wenig wird nur dem Zufall überlassen. Und die große Kunst ist dann hinterher, es so aussehen zu lassen, als sei es spontan. Da wird ja ganz viel getrickst. Und das ist auch gut so, weil es soll ja am Ende eine gute Show werden. Ich sage nur Rudi Carrell zum Beispiel, von dem weiß man, dass das der größte Prober der Welt war. Mhm. Und das ist hochprofessionell. Da kann man nicht sagen, ach ja, aber das ist doch defätistisch und so, also ein bisschen Spontaneität. Nee, er hat es geschafft, es spontan aussehen zu lassen. Ja. Und wie hat er es immer so schön gesagt, man kann Ass nur aus dem Ärmel ziehen, wenn man das vorher reingesteckt hat. So ist es. Und das ist bei LOL nicht der Fall. Und diese Erfahrung möchtest du einfach mal machen. Und ich habe sie gemacht und ich muss sagen, sie war einmalig. Dieses Schlusswort wollen wir nicht kaputt machen. Herr Herbst, vielen, vielen Dank. Ich glaube, unsere Zeit ist leider schon wieder um.